Ja, hallo, der Micha hier von Micka News. Heute geht's mal ums Kürbisschnitzen. Ja, mal ein ganz anderes Video. Ja, es ist Halloween und zu Halloween macht man natürlich eins. Es gibt Süßes oder Saures, beziehungsweise manche schnitzen ja Kürbisse. Und das seht ihr nach dem Intro. Ja, in Kürbis. Ich habe einen kleinen noch bekommen. Zwei große habe ich auch noch erhalten. Die haben aber die Kinder geschnitzt. Da werde ich auch noch ein Video reinsetzen, beziehungsweise ein paar Bilder hier mit reinnehmen ins Video. Und ich habe jetzt den kleinen übrig bekommen. Na, ist ja klar. Die Kleinen wollen immer die Großen. Und die Großen müssen immer dann mit den Kleinen Vorlieb nehmen. Und jetzt gehen wir mal kurz nach unten. Und ihr seht schon, ich habe den Kürbis, ein paar Messer, hier so also in Apfelschäler, also um Loch reinzubringen, verschiedene Messer. Ich habe keinen Schaber, ich habe einfach nur einen Löffel zum Auskratzen und nassen Lappen zum Abwischen, ein bisschen Haarspray zum Einsprühen, einen Stift, damit ich eine Markierung dran mache und nochmal hier für den Inhalt, der hier drin ist, habe ich nochmal eine Schale. So, dann würde ich sagen, geht's erstmal los mit dem Deckel. Ja, man kann sich jetzt eine Vorlage ausdrucken und dann praktisch anzeichnen oder man macht so Pi mal Daumen. Man kann jetzt hier so ein Zickzackmuster machen, man kann halbrund machen, man kann einfach nur einen runden Deckel ausschneiden. Das ist im Endeffekt euch überlassen, wie ihr das macht. Ihr solltet das Loch nur groß genug machen, damit ihr das auch ausschaben könnt, beziehungsweise halt irgendwie den Inhalt, der hier drin ist, auch nach außen bekommt. Nicht zu groß, weil wir wollen noch ein kleines Gesicht reinmachen. Also das ist so ein Kompromiss, gerade bei diesen ganz kleinen. Wer einen Speisekürbis gekauft hat, der hat den Vorteil, der kann das, was hier drin ist, auch am Ende essen. Ja, was machen wir? Wir fangen an mit dem Anfang. Müssen wir mal hier gucken, wie wir das hier schön reinbekommen. Ist auch immer die Frage, ob man das richtige Messer hat. Werden wir das nächste probieren. Und dann werde ich mich hier so ein bisschen vorarbeiten. So. Und man sollte natürlich hier die Kanten, ne, dann bis zum Ende auch machen. Und aufpassen, dass man ja nicht so tief macht und dass man hier ungefähr auch drum herum kommt. Das ist ja so das Wichtige. Und dass man tief durchschneidet, also tief nach unten, dass man auch ein Stückchen von dem Inhalt, also dass man das auch hier vernünftig rausbekommt. So, manchmal ist man ja auch so ein bisschen talentfrei. Dadurch, dass der hier auch so eine schöne, wie sagt man, hier eine Form hat, sollte das möglich sein, den Deckel immer auf und ab zu machen, ohne dass man da lange suchen muss. So. Jetzt gehen wir mal hier nach oben. So, hier kann man auch noch mal nach unten gehen. So. Sollte ja immer oder sollte ja natürlich so sein, dass man am Ende, da wo man jetzt eingeschnitten hat, auch den Deckel öffnen kann. So. Und jetzt muss man beim letzten Schnitt natürlich aufpassen, dass man dahin kommt, wo man angefangen hat. Das wäre das Optimum. Man kann natürlich dort, wo man angefangen hat, auch noch mal ein Stückchen so wie jetzt noch mal nachschneiden. So, und dann hoffen wir mal, dass wir das hier gut rausbekommen. Das ist ja immer dann so ein bisschen, ja. Ha. Ich würde sagen, fast perfekt. Irgendwo hängt es noch. Na, hier vielleicht so. Kann man noch mal
reingehen und tada. Perfekt. Und jetzt müssen wir natürlich eins machen. Wir müssen das Ganze hier auskratzen, beziehungsweise hier auch diese Oberschicht abmachen. Also das sollte kein Problem sein, deswegen diese Schale. Und dann kann man hier das schon mal grob abschneiden alles. Und wer möchte, ich glaube, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber aus den Kernen kann man doch, glaube ich, nochmal neue Kürbisse für nächstes Jahr züchten bzw. machen. So. So, das ist natürlich hier auch ein großer Nachteil, ne? Also ist ja eine Frucht. Das hält natürlich jetzt kein Jahr, ne? Also könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was man machen kann. Also das Haarspray habe ich eigentlich aus einem anderen Grund, damit das ein bisschen glänzend aussieht, aber ich glaube in Sachen Haltbarkeit kriegt man da nicht wirklich was hin, dass das jetzt hier ein Jahr halten sollte. So, das Ganze ein bisschen sauber machen hier an den Kanten. Was übersteht, natürlich auch hier mit einem nassen Lappen machen. So, jetzt haben wir das erstmal hier grob angefangen. Das Ganze hier natürlich in den Bottich rein. Und jetzt, so, dann noch mit einem nassen Lappen das Ganze hier sauber abwischen. So. Dadurch, dass das ja sowieso hier am Ende der Deckel sein wird. Jetzt wird das ausgekratzt. Das ist natürlich, wenn man hier einen großen Stiel hat, kann man hier besser festhalten. So, jetzt kommt eins. Jetzt müssen wir hier das Ganze auskratzen, dass das hier im Prinzip alles rauskommt. Die ganzen Kerne und so. Das dauert jetzt. Wenn man jetzt wie hier jetzt nicht so viel Platz hat, natürlich nicht so schön, aber das ist eben bei den kleinen Kürbissen so ein bisschen das Problem, auch da reinzukommen. Sollte ja da drinnen etwas sauber sein, dass man am Ende hier Platz für eine Kerze hat. Na. So, erstmal grob. Das Ganze hat hier schön viele Fäden. Wenn man hier mal reinguckt, hier schön viele Fädchen, ne, wo das Ganze noch dran ist. Und ich glaube, das ist kein Ess. Also man kann natürlich hier auch essen. Viele nehmen, glaube ich, hier die Frucht, machen die Haut ab, also hier die Schale ab und machen hier Stücke draus und machen dann eine Kürbissuppe draus. Ne, Kürbiscreme oder ähnliches. So, und hier die Kerne könnt ihr ja dann fürs nächste Jahr aufheben und dann euren eigenen Kürbis züchten. So, das Ganze dauert jetzt noch einen kleinen Moment. So, wir sind jetzt hier einen Schritt weiter. Ja, es sieht schon mal gut aus. Gut ausgehöhlt. Hier sitzt, hier ist der Rest jetzt drin. Und im nächsten Schritt geht so ein bisschen an die, ja, an das Design. Kann man jetzt so im Prinzip machen, wie man will. Man kann ja hier seine zwei Äuglein hinmachen. Ich deute es mal an. Äuglein. Äuglein. Hier die Nase. Und hier der Mund, den kann man ja ein bisschen größer machen. Und bei dem Mund mit den Zähnen, deswegen würde ich jetzt sagen, macht man den Mund nicht so groß. So. Mit dem Messer wird er noch so ein bisschen, ja, genau gemacht. Und dann kann man ja hier entweder macht man die Zähne so nach unten dann später, beziehungsweise man kann natürlich auch so machen. So. So. Oder eben hier so. Na?
Dann haben wir hier die Zähne. Und das hier muss alles weg, ja, dass man so mal einen Anhaltspunkt hat. So. Aber sieht ein bisschen komisch aus. Eigentlich muss das, ja, das muss weg. Jetzt können wir noch ein bisschen verfeinern das Ganze. So, und natürlich kann man dann später auch noch oben machen. Ihr könnt natürlich auch oben Zähne machen. Na, dass man da zum Beispiel hier so. Na, hier. Da muss man das natürlich drauf aufpassen, ne? Dass wir das stehen lassen. Wird natürlich ziemlich kompliziert. Ja, und die Augen und die Nase. Und dann kann man noch Augenbrauen machen. Und dann können wir mal gucken, hier. Eigentlich der Apfelschneider, aber hier ist es in dem Fall nicht der Apfelschneider, sondern es der Augenschneider. So. Vielleicht hätte man es jetzt nicht wieder rausziehen sollen. Hier haben wir das jetzt, das gute Stück. Das können wir hier rausmachen. So. So, dann haben wir schon mal hier das Auge Nummer 1. Das müssen wir hier alles mal wegmachen. So, deswegen sollte man auch ein bisschen Küchenrolle hier bei sich haben. Und da den Dreck so ein bisschen wegmacht. Ja, als nächstes kommt das zweite Auge. Natürlich darauf achten, dass man da so ein bisschen die Höhe auch trifft. Diesmal habe ich es ganz anders gemacht. Das sieht schon ganz viel schöner aus. Guckt euch das mal an, ne? Das ist doch auch der Oberhammer. Ja. Dann haben wir das doch schon mal sehr schön hingekriegt. Oder? Was sagt ihr dazu? Hier. Cool. So. Als nächstes das Mündlein. Ja, ein bisschen abwischen. Das, was übersteht, kann man natürlich immer noch später mit abwischen, ne? Bei Alkohol oder so, das kriegt man da schon weg. Das ist nicht das Problem. So. Am Ende muss man bloß das mit dem am Ende wieder treffen, ne? So. Dann haben wir hier das Münchner. Ja, könnte schon fast ein bisschen klein sein. Aber dann müssen wir uns halt hier jetzt ein bisschen vorkämpfen. So. Ja, an Hässlichkeit geht es natürlich nicht zu übertreiben, das ist klar. So, jetzt können wir hier auch hier hinten, ne, den. So, kriegen wir das auch ganz gut hin. Da haben wir hier nämlich den einen Zahn. Jetzt können wir hier nochmal nacharbeiten, ne, am Mund. Ist auch kein Problem.
kann das alles so ein bisschen auch individuell machen. Also gar nicht mit Anzeichnen, sondern wirklich hier auch mit den Zahngrößen. Können da ein bisschen tendieren, also ein bisschen variieren von der Größe her. Muss ja nicht jeder Zahn im Prinzip gleich groß sein. Das ist, ja, wie gesagt, künstlerisch Geschick. So, hier kann man jetzt zum Beispiel mal einen kleinen machen. Und dann auch hier. So. Dann haben wir das nämlich auch hier schon mal. Ein schönen Zahn. So, wenn man das nach oben noch ummünzen will, ja, das ist eine gute Frage. Wenn man das machen will, sehen, wie das aussieht. Auch wenn es am Ende gruselig aussieht. Aber das ist ja das. Gruselige daran. So. Naja. Dann haben wir das nächste hier. Dann kommt die Nase. Ja, die kann natürlich auch so gestaltet werden, wie ihr es wollt. Ne? Also das ist natürlich auch wieder euch, voll euch überlassen, welches Design die haben soll, die so dreiecksförmig sein soll oder ob die eine andere Form haben will, Von wollen ist ja keine Sache. Der Körper wird ja nicht gefragt, ne? So. So, und immer wieder mal checken. Und dann zwischendurch natürlich diese ganzen Sachen auch sauber machen. Das könnt ihr auch am Ende machen. Wenn hier drinnen das ist, dann hier auch am Schluss dann hier natürlich hier die ganzen Zähne rausschmeißen, die hier drinnen lagen. Die wir drinne hatten, dann nimmt man einfach auch nochmal den Löffel und kratzt hier aus. Aber dabei vorsichtig sein, gerade bei diesen engen Stücken, Zähnen und so, man da schon was rausgemacht hat, nicht, dass ihr dann was kaputt macht. Das kann natürlich auch passieren. Ihr werdet nicht die Ersten, die euer Bild hier wieder zerstören, indem sie praktisch was rausreißen, beziehungsweise wenn sie schaben, das oder zu eng machen, dass das dann beschädigt ist. So, dann ganz klar hier mit dem Lappen abwischen, damit es wieder schick aussieht. Und dann hat das doch schon mal im Gesicht. Ich werde es natürlich dort drinnen noch sauber machen, das ist klar. Und mir fehlt jetzt hier noch, also einmal fehlt mir hinten was, dass ich praktisch zum Beispiel das Teelicht hinten einsetzen kann, was man ja hier am besten reinsetzt. Dann kann man hier ein größeres Loch reinmachen. Wobei das auch wieder euch überlassen ist. Manche machen ja hinten noch ein Gesicht rein und andere machen hier eine große Öffnung, dass man hier quasi zum Beispiel ein Teelicht einsetzen kann. Und ich stelle gerade fest, dieses Messer
ist gerade das Unoptimale. So, man kann das natürlich auch aufheben, ja, und dann von hinten verschließen. Das geht natürlich auch. Also diese Möglichkeit habt ihr natürlich auch. Dann kann man hier so ein bisschen, vielleicht ein bisschen größer machen. So, dass man das auch hier besser reinbekommt zum Verschließen. Und hier kriegt man jetzt eigentlich relativ gut ein Teelicht zum Beispiel eingesetzt. Ne? Wenn man hier vorsichtig ist, kann man das hier einsetzen und dann reinschieben. So, beim Rausmachen ja, wird es vielleicht ein bisschen tricky. Aber ich kann natürlich hier noch, wenn man feststellt, das ist ein bisschen klein, ein bisschen größer machen. Dann passt das zwar mit dem Deckel hinten nicht mehr, aber naja, dafür kriegt man vielleicht das Teelicht schöner hier hinten rein. So. Kann das auch alles weg. So. Dann kommt das doch vielleicht viel besser. Ja, ja. Kann da dann schön einsetzen und dann hat man hier vorne schön das Licht. So. Ich werde das mal ganz kurz noch mal aushöhlen und sauber machen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ja, also ich mache jetzt einfach mal mit Einsprühen, mit Haarspray. Ich habe noch irgendwelchen schönen Orangenduft, Duft. Hier, dann mache ich das hier schön rein. Ja, hat sich jetzt noch was gelöst. Und dann höhle ich das auch innen aus. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das innen macht. Da irgendwas reinsprüht und dann natürlich außen natürlich auch schön glänzend ist, dann lasse ich das ziehen. Soll die jetzt noch keine Kerze reinmachen, ne? Wisst ja, auch nicht so gut. So, dann lässt man das jetzt erstmal ziehen und ich habe wie gesagt hier irgendwelchen Orangenduft extra stark und denkt dran, brennbar, also da jetzt nicht mit Feuer hantieren, das erstmal ausdunsten lassen, das Ganze. Und natürlich hatte ich vorher schon mal getestet, das Ganze überhaupt passt. Hier, mein Deckel, der passt natürlich super drauf. Und hier kann ich den immer wieder drauf und abnehmen. Hier sowas natürlich sauber machen. So, passt perfekt. So sollte es am Ende sein. Und dann kommt von hinten die Kerze rein und ja, könnt ihr natürlich in Duft nehmen nach euren Wünschen oder eben, ja, oder eben eine einfach neutrale Kerze. Und da muss es natürlich dunkel sein, damit das hier alles auch schön erhellt ist und damit das schön leuchtet. Alternativ kann man auch eine Lichterkette nehmen. Aber ich habe festgestellt, wenn man die reinmacht, da sieht das nicht ganz so schön aus. Also wir können, das können wir wiederum gleich machen. Aber meines Erachtens wirkt das nicht so schön, weil die Lichter, also nicht unbedingt daher, weil hier das Platzangebot natürlich hier in dem kleinen Kürbis nicht so viel ist. Man kann natürlich das Ganze auch draußen hinlegen und das Kabel, das ist ja übrigens auch batteriebetrieben, also sind Batterien drin. Aber das Schöne ist, man hat auch hier, ja, verschiedene Lichteffekte. Aktuell seht ihr jetzt gerade das Blinklicht. Aber wenn man das sich mal ansieht, ich muss mal hier ausmachen alles. Sorry. Das sieht natürlich hier wahrscheinlich nicht ganz so stark aus vom Licht her. Oh, jetzt ist hier aus. Als wenn man jetzt eine Kerze reinmacht. Na, wenn man jetzt hier Kerze reinmacht, sieht das natürlich alles schicker aus, als wenn man das jetzt hier so hat. Deswegen werden wir jetzt das auch noch ändern.
Deswegen werde ich das auch noch ändern, nochmal rausnehmen und dann mit der Kerze gleich machen. Aber wie gesagt, ich hatte ja gesagt, erstmal noch ausdünsten lassen. Ja, Alternative ist eine Lichterkette. Gibt ja auch hier so mit verschiedenen Effekten. Für wenig Geld, hat gerade mal 4 Euro gekostet. Kommt drauf an, wie viele LEDs. Ich glaube, das sind 48. Und hier habt ihr die verschiedenen Sequenzen. Ne? Ihr habt Dauerlicht aus und ein bisschen Flackern. Also könnt ihr dann wählen, wie ihr wollt. Eigentlich ganz cool. So, das wollte ich euch zeigen. Und ich warte noch ein paar Minuten, dann zeige ich euch ja auch gleich hier, wie das mit dem Teelicht aussieht. So, und jetzt können wir hier das ganz vorsichtig einsetzen. So, Kerze ist drin. Wieder gefüllt suchen. Haben wir Licht aus. Na, das sieht aber schon mal viel schöner aus. Vor allen Dingen auch nach hinten hin. Viel cooler als mit der Lichterkette, würde ich jetzt mal so meinen. Ne? Wenn's hier so sieht. Cool, ne? Mein Kürbis. Ja, was haltet ihr davon? Cool? Ja, wie sind eure? Viel schöner bestimmt geworden. Ich wollte euch mal zeigen, wie ein, ja, wie man Kürbis schnitzt. Klar, von der Optik her könnt ihr das natürlich noch viel schöner machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal. Euer Mika.